Korriban, die Geburtsstätte der Sith. Wir glaubten, vom Imperium seien nur noch Ruinen geblieben. Ich schwöre es. Ich hatte keine Ahnung, was in den Kisten war. Ich bin unschuldig. Ihr habt Sith-Artefakte geschmuggelt, Captain. Na schön, dann behaltet sie einfach. Aber gebt mir mein Schiff zurück. Nicht umdrehen. Ich inspiziere nur die Truppen. Satil, was ist? Ich spüre große Dunkelheit. Das Sith-Imperium ist zurück. Wir müssen die Republik warnen. Unsere Fähren sind viel zu langsam. Tja, ich weiß, wer das schnellste Schiff im Sektor hat. Stationsverteidigung umgangen. Alle Mann evakuieren. Achtung! Noch fliegen. Es ist nicht hübsch, aber hält was aus. Captain, macht das Schiff klar. Das ist unser Kampf. T7, die Ionenkanone! Satil, dich erwartet ein anderer Pfad. An die Geschütze, los! Come on.
sind entkommen, Meister. Ihr habt versagt. Nein, Malgus. Das hier hat gerade erst begonnen. Ja. Nach 1000 Jahren ist Korriban wieder in unseren Händen. Willkommen zu Hause. Hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich heute mal aus einem neuen Spiel. Und zwar ist das Star Wars The Old Republic, das Rollenspiel oder das Online-Rollenspiel im Star Wars-Universum. Und ich wollte es mal probieren. Ich habe nämlich jetzt erfahren, letztens erst, dass das auf Free-to-Play-Modell jetzt umgestellt wurde, das Spiel. Prinzipiell bin ich kein Freund davon, hier längerfristige Abonnements einzugehen von irgendwelchen Rollenspielen oder so. Deswegen spiele ich zum Beispiel auch kein World of Warcraft, obwohl ich World of Warcraft eigentlich ganz gut finde. Star Wars war schon immer ein Spiel für mich, wo ich mir gesagt habe, Mensch, eigentlich, also wenn ich mal ein Rollenspiel spielen würde, was laufend Kosten verursacht, dann wäre es Star Wars. Ohne dass ich jetzt weiß, ob das Spiel wirklich gut ist oder nicht, aber einfach die Atmosphäre, dieses Universum, das alles stimmig und passend, ich find's großartig. Jedenfalls, umso überraschter war ich natürlich oder erstaunter und habe mich am meisten gefreut darüber, dass es jetzt eben Free-to-Play ist. Und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das so ist, und euch da bei der Gelegenheit gleich mit präsentieren. Ich packe den Link einfach mal unter die Beschreibung, unter die Videobeschreibung, wo man sich das selber runterladen kann, wo man selber das probieren kann. Ich muss dazu sagen, dass nach meinem Wissen her es doch deutlich, also richtig doch krasse Einschränkungen geben soll, laut bei dieser Free-to-Play-Version. Und zwar gibt es auch hier wieder so eine Art Premium-Abo, mit dem man dann letztendlich alles freischalten kann. Zum Beispiel können Free-to-Play, also die kostenlosen Spieler, können erst ab Level, keine Ahnung, Level 5 oder so sprinten, ne? Wohingegen alle anderen schon ab Level 1 sprinten können und so. Es gibt einige Einschränkungen, es gibt eine Liste, wo man das nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz würde ich es einfach mal ausprobieren und vielleicht macht es mir ja trotzdem ganz recht Spaß. Denn wie gesagt, es gilt auch weiterhin, dass ich kein Geld, kein dauerhaftes Geld für sowas bezahle. So, und jetzt können wir starten. Ich kann natürlich einen englischen Server nehmen, ich kann einen deutschen Server nehmen, Französisch könnte ich nehmen, würde ich nichts verstehen. Aber ich bleibe natürlich bei Deutsch, weil ich denke, da ist die Spielersprache, also die Sprache zwischen den Spielern einfach Deutsch. Das Spiel selber ist natürlich auf Deutsch installiert und ich hoffe es auch, es wird eine gute deutsche Synchronisation geben. Aber das werden wir ja gleich feststellen. So, wir haben jetzt die Wahl zwischen PvP, also Spieler gegen Spieler. Da ihr kennt mich, oder diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich kein kompetitiver Spieler bin, zumal ich das Spiel an sich nicht kenne. Deswegen PvP ist schon mal fällt schon mal raus. Dann gibt's PvE, das ist Spieler gegen Umgebung, also gegen Monster und so. RP steht für Rollenspiel-Server. Das wird genauso sein wie bei World of Warcraft, sozusagen Server, die eigens dafür da sind, dass man sich dort auch entsprechend in Chat und sowas richtig so als der Charakter ausgibt. Also nicht einfach irgendein Mist redet von wegen hier Krieg in Nordkorea und sonst sowas, sondern dass man wirklich in seiner Rolle bleibt und sagt, also sozusagen so spricht, als ob man der Charakter wirklich wäre. Also entsprechend mit dem jeweiligen Wortschatz und Credit statt Geld und ach, was weiß ich. Also man kennt das ja vom Rollenspiel an sich. Ne? Diejenigen, die vielleicht Pen and Paper machen, so ähnlich. So, jedenfalls Rollenspiel-Server ist auch nichts für mich, zumal ich mich da zu wenig auskenne. Vielleicht, wenn mir das Spaß macht, kann man das später mal probieren. Ich wähle natürlich Spieler gegen Environment und Deutsch. So, können wir auswählen. Und da werden wir schon angemeldet. So, jetzt werden wir gefragt, zu welcher Fraktion wir zugehören wollen. Es gibt einmal hier die Galaktische Republik. Die Galaktische Republik wurde vor 20.000 Jahren gegründet und ist eine riesige Demokratie, die vom obersten Kanzler regiert wird. Die Republik ist eine wilde Mischung aus zahlreichen Welten, Firmen und Spezien, die oft miteinander in Konflikt geraten.
So, also hier kommen dann sozusagen die Jedis her. Aus dieser Ecke, so die helle Seite. Und das Sith-Imperium. Das Imperium ist eine starre militärische Gesellschaft, in der alle Fremdlinge unterjocht werden und die Sith-Lords an der Spitze stehen. Das Imperium wird vom geheimnisvollen, allmächtigen Sith-Imperator regiert. In der imperialen Gesellschaft zählt nur Macht und nur die Stärksten erlangen Ruhm. Ja, das ist natürlich super, aber ich bin freundlich und deswegen wähle ich die Galaktische Republik. Genug und eine Katze. Ist genug. Die Republik ist die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis. Sie darf nicht fallen. Doch das Sith-Imperium vernichtet alles, was seinen Weg kreuzt. Der Feind kennt keine Gnade. Wenn wir ihn nicht aufhalten, ist alles verloren. Bei diesem Krieg geht es nicht um Politik oder Ressourcen. Wir kämpfen ums Überleben. Um unsere Freiheit. Für die Republik! Mit jedem Kampf lichten sich unsere Reihen.
Und die Überlebenden zahlen einen hohen Preis. Aber wir wissen die Macht auf unserer Seite. Wir werden niemals aufgeben. Und wir sind nicht allein. Die lange Nacht ist bald vorbei. Okay, das war ein weiteres Intro sozusagen, nach dem Intro vorm Spiel. Also eins muss man ja jetzt schon mal sagen, die Videos sind ja phänomenal. Eine super Qualität und die laufen vor allem für sich. Ihr seht es ja nicht, aber hier mein Aufnahmeprogramm zeigt mir natürlich die Frames per Second an. Und die ganze Zeit laufen die Videos stabil bei 30. Da schwankt gar nichts, 30 Frames per Second. Genau die gleiche, mit der ich aufnehme. Wobei das, ich will nicht sagen Zufall ist. Ich bin mir ziemlich sicher, die Videos sind einfach schon vorgerendert mit 30 Frames pro Sekunde und werden einfach nur abgespielt. Also das ist ja klar. Aber bei StarCraft zum Beispiel, da stocken die Videos manchmal doch ein bisschen bei mir. Obwohl die ja auch vorgerendert sind. Na gut, wie auch immer. Wir können uns jetzt hier einen Charakter aussuchen. Was haben wir hier? Ausrüstung. Jedi-Ritter-Ausrüstung. Achso, das ist dann für den, was wir aussuchen. Wir haben hier den Jedi-Ritter. Wir können ja was vorlegen. Jedi-Ritter. Als Kommandanten und Kämpfer, Helden und Streiter standen die Jedi-Ritter an den Frontlinien jeder Schlacht. Sie sind Meister des der Lichtschwertkunst, treten, springen und schnellen durch die Luft und setzen die Macht ein, um sich ihren Weg zu bahnen. So, da haben wir den Jedi-Botschafter. Der Jedi-Botschafter ist als Meister der Geheimnisse der Macht sowohl ein Kämpfer als auch ein Heiler, Lehrer und Schüler. Die Macht kann eingesetzt werden, um den Geist der Schwachen zu vernebeln, die Kraft der Gefallenen wiederherzustellen und sowohl Gegner als auch Objekte durch die Luft zu wirbeln. Dann haben wir den Schmuggler. Schmuggler leben nach ihren eigenen Regeln und sind damit die unberechenbarsten Charaktere der Galaxis. Sie wählen ihre Kleidung hinsichtlich der Bewegungsfreiheit aus und sie muss natürlich Eindruck machen. Tragen ein oder zwei Blaster und sind immer bereit, zuerst zu schießen, um sich dann zu tarnen und davon zu schleichen. Und schließlich der Soldat. In der ganzen Galaxie stürzen sich die Elite-Sondereinheiten der Republik in die grausamsten Konflikte, bereit, den größtmöglichen Schaden anzurichten. Ausgestattet mit modernster Rüstung, gewaltiger Bewaffnung und der besten Ausbildung, die es gibt, kombinieren Soldaten Führungstalent und Sperrfeuer, eine Unmenge an Sprengstoff und Feuerwaffen. Okay, also offensichtlich sind das so ein bisschen, Jedi-Ritter so ein bisschen wahrscheinlich die Nahkämpfer im Team, die Soldaten eher die Fernkämpfer, die Schmuggler sind so die Diebe und Gauner, was man so kennt, und die Jedi-Botschafter sind so die Heilungsklasse, vermute ich. Klar, Jedi-Ritter will man immer sein, wenn man Star Wars spielt. Das war schon immer so, bei jedem Star Wars Spiel. Ich will jetzt aber kein Jedi-Ritter sein. Ich denke, das ist einfach abgedroschen. Ich finde den Schmuggler eigentlich ganz reizvoll oder den Soldaten. Ich denke, ich nehme den Schmuggler. Aber wir können ja mal die Ausrüstung angucken. Schmuggler-Ausrüstung. Schmuggler tragen keine ausgefallene Rüstung oder wuchtigen Blastergewehre und sind dennoch durchaus bereit für den Kampf. Dank ihrer bequemen und flexiblen Kleidung mit einigen besonderen Modifikationen sind Schmuggler äußerst leichtfüßig und reaktionsschnell. In der Regel tragen Schmuggler einen oder zwei Schnellfeuerblaster bei sich und haben damit alles, was sie brauchen, um sich im Falle von Schwierigkeiten ihren Weg freizuschießen. Obwohl sie keinen großen Wert auf Stil legen, scheint dieser den Schmugglern im Blut zu liegen und ihr lässiges Outfit unterstreicht ihren schurkenhaften Charme umso mehr. Naja. So, jetzt kommen hier noch Fähigkeiten, erweiterte Klassen, Rollen im Kampf. Naja, das ist klar. Schmuggler kämpft mit List und Improvisationstalent. Da sie es vorziehen, den Kampf von Anfang an zu ihren Gunsten zu lenken, setzen Schmuggler häufig auf das Überraschungsmoment, indem sie sich tarnen oder ihre Gegner anderweitig austricksen. Trotz allem sind sie durchaus auch in der Lage, sich in einem fairen Kampf zu bewähren. Schmuggler sind schnell und geschickt mit dem Blaster. Oftmals sind sie die Ersten, die schießen und die Letzten, die noch am Leben sind. So, Fähigkeiten, was können die denn? Ist besonders geübt im Umgang mit Blasterpistolen, kann aber auch auf Apparat und Technologien zurückgreifen, um sich im Kampf die Oberhand zu verschaffen.
Schmuggler setzen verschiedene Granaten, Blendenbomben, Störgeräte, Rauchbomben, Schildgeneratoren und Waffenmodifikationen ein. Schmuggler, die zu Revolverhelden werden, erlernen den Umgang mit zwei Pistolen und nutzen sowohl die Deckung in ihrer Umgebung als auch ihre flexible Deckung. Als auch ihre flexible Deckung, um dem feindlichen Beschuss zu entgehen. Wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit. Schmuggler, die zu Schurken werden, nutzen ihren persönlichen Tarngenerator, um sich an ihren Gegner anzuschleichen und sie mit der Streukanone auszuschalten. Manche Schurken erlernen medizinische Techniken, um ihre Verbündeten zu heilen. Naja. So, Revolverheld Schmuggler, das ist das, was gerade gesagt wurde. Heilung Schaden, Blasterpistole, Streukanone, Rüstung Mittel, Ressource Energie. Ah, Ressource, da weiß ich noch nicht so richtig, was ist. Also kann offensichtlich, die kann auf Stufe 10 gewählt werden. Naja, Story. Gibt's noch nichts. Also wir nehmen Schmuggler, das ist klar. So, und im nächsten Mal werde ich wahrscheinlich, ja, Geschlecht auswählen können. So, Mensch, ah ja, zieh an. Gratisspieler können für diese Klasse nicht auf die Spezies Twi'lek zurückgreifen. Abonnenten können für diese Klasse immer auf die Spezies Twi'lek zugreifen. Du kannst diese Spezies ab Stufe 10 für alle Klassen über das Vermächtnissystem oder durch einen Kauf auf dem Kartellmarkt während des Spiels freischalten. Ah ja. So, jetzt können wir Cyborg machen. Und Zabrak. Dann haben wir noch andere Klassen. Was ist das? Mirialana? Chiss? Ah ja. Die Spezies Sis. Okay. Hä? Ich bin da jetzt bei Zabrak. Und wieso ist hier nochmal Zabrak? Wahrscheinlich die bösen Zabrak. Ja. Gut, Mensch. Menschen sind bei Weitem die bevölkerungsreichste Spezies der Galaxis. Sie sind äußerst vielseitig und bilden die Norm, an der andere Spezies gemessen werden. Spezialfähigkeit sammeln, versammelt die Verbündeten in der Nähe. Aha. So, der Cyborg kann Ziel scannen, kennt das Ziel mit einem kritischen kybernetischen Auge. Kritischen. Und die Zabrak Loyalität inspiriert die Loyalität aller Verbündeten in der Nähe. Pff. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das mit Verbündeten ist. Sind das verbündete Spieler? Sind das verbündete NPCs? Ach komm, mach mal Mensch. So, jetzt können wir hier Frau oder Mann aussuchen. Hey, jetzt habe ich Mann und Frau ausgesucht. Hatte ich gerade was gesagt? Ich habe nichts gehört. Na gut. So, zufällig hier ein bisschen... Nein. Naja. Ausbaufähig. Warum gibt es eigentlich niemals bei, oder fast nie bei so einem zufällig Button einen Speichern-Button? Weil ich sage, hey, hier, das will ich mir mal speichern, das sieht ganz gut aus, aber ich will mal weiter gucken. Nee, jetzt, wenn ich jetzt auf zufällig klicke, ist es weg. Nein. Ach Gott, im Himmel. So, Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Nee. Eigentlich will ich doch bloß mal kurz anfangen. Die sieht aber sehr maskulin aus hier. Ach, ich war auch blöd. Ich hätte die erste Wahl nehmen sollen und gut ist. Ah ja, ach komm hier. So, Name. Ach, Name. Guck mal, was bietet der an? Top. Tada. Tada! Kakri. Spill. Embam. Vera. Kondi. Lukiel. Vira. Boah.
Das würde ich gar nicht aussprechen. Noemi. Ach komm, Noemi klingt gut. Was? Name? Ach, also das ist ja bescheuert, ne? Der bietet mir einen zufälligen Namen an, der nicht verfügbar ist. Was ist da für ein Sinn? Das ist ja ein... Ich habe keine Ahnung, wir nehmen einfach... Ich denke, sind alle... alle weg. Alle guten Namen. Nehmen wir Alessandra, aber ich würde sagen mit einem L. Alessandra. Vielleicht haben wir Glück. Nein, haben wir nicht. Ach. Und, na genau, und zahlen dürfen die. Es ist, also das ist bescheuert. Also, die EA beschneidet sich doch selber damit. Das ist nicht für Mist. Alvan... Alessandra. So, da gibt's keinen Buchstaben mehr, aber der muss jetzt da sein. Ja, ist jetzt da. Also, so, Punkt Abzug, ganz klar. Also, das... Bekloppt. Das war schon bei der Anmeldung, das kann ich jetzt gleich sagen, ihr müsst euch natürlich vorher registrieren. Und... Dabei müsst ihr einen Anmeldennamen angeben, mit dem ihr dann angemeldet seid, werdet. Und da dürfen keine Zahlen drin vorkommen. Und das sagt er euch nicht. Aber nur erstmal Trailer. Prolog. Der Schmuggler. In den Grenzsystemen herrscht Anarchie. Während die Galaktische Republik verzweifelt versucht, sich vom Konflikt mit dem Sith-Imperium zu erholen, profitieren skrupellose Söldner vom interstellaren Chaos. Ort Mantell, eine vom Bürgerkrieg zwischen Anhängern der Republik und separatistischen Extremisten geplagte Welt, ist zu einem lukrativen Ziel für freie Händler geworden. Achso, nennt man Schmuggler. In diesem Moment bringt ein schnittiger Frachter eine Auftragslieferung Waffen in die Kampfzone und wird von seinem wagemutigen Captain durch das tödliche Abwehrfeuer der Separatisten manövriert. So, die den Film Spaceball kennen, die wissen, jetzt können wir noch einen Spruch, wer das lesen kann, braucht keine Brille. So, das Neuling-Paket enthält Gegenstände, die neuen Spielern einen Vorteil verschaffen. Das bevorzugte Zugangspaket bietet zusätzliche Annehmlichkeiten für Spieler mit bevorzugtem Status. Ja, ja. Okay. Hier wird wieder claimed im Chat. Kann man den still machen? Nee. Kann man das? Kann man nie, warum kann man das nie? Ich kann nicht glauben, dass ihr es durch den Schießstand der Separatisten geschafft habt, Captain.
Euer Schiff hat nicht einmal einen Kratzer. Es braucht Mut, mitten in einem Schlachtfeld zu landen. Nettes Manöver. Okay, kann man nicht... So, wir gehen einfach auf Sonstiges und sehen, was er gesagt hat. So, bevor ich jetzt aber antworte, mache ich hier erstmal einen Cut. Und ich melde mich wieder in der nächsten Aufnahme von Star Wars The Old Republic. Und dann gucken wir weiter, ob mich das Spiel noch umreißen kann. So, bis dahin, tschüss!